Willkommen an alle lieben Zocker und Zockerinnen zu einem weiteren Guide-Video von 8-Bit Armies. Wir werden jetzt die fünfte Mission der Wächterkampagne uns vornehmen. Ich bin gespannt, ob die so leicht wird wie die letzten vier. Die waren ja eigentlich wirklich ziemlich easy, muss ich sagen. Aber wird natürlich ein bisschen schwieriger immer und wir kriegen ja keine neuen Einheiten als Startaufstellung oder so freigeschaltet. Von da aus, ja, bin ich mal gespannt, ob das jetzt so bleibt, so easy, oder ob das ein bisschen schwieriger wird. So, schwer. Seba ist alle vier Hauptquartiere zerstören und Bronze ist 15 Minuten am Leben bleiben. Allerdings ist Bronze völlig egal, weil wir müssen innerhalb von 10 Minuten alle Hauptquartiere zerstören. Und deswegen ist Bronze eigentlich ziemlich, ja, egal. Wie gesagt, wir müssen uns wirklich nur auf die silbernen Sterne konzentrieren. Wir sind hier ziemlich in der Mitte eingekesselt. Das macht die Sache jetzt nicht unbedingt leichter, aber okay, wir werden mal sehen. Ich habe ja alles freigeschaltet, ich brauche gar nichts mehr bauen. Ich kann wirklich mich komplett auf die Einheiten, auf die Ausbildung der Einheiten konzentrieren. Von da aus ist es eigentlich wirklich eine lockere Sache. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt loslegen. Ich überlege nur noch mal kurz. Aber eigentlich ist es egal, ob ich links, rechts, oben, unten zuerst angreife. Ich bin überall gut an sich geschützt an der Seite mit dem Geschützturm. Deswegen legen wir mal einfach los. Reporting. So, ich habe jetzt schon zu viel Zeit verloren. Deswegen mache ich nochmal. Als erstes natürlich wie immer 2, 3 Sammler bauen. Und dann sofort Einheiten und dann losziehen. So. Sammler bauen. Machen wir 6 Stück. Dann auf jeden Fall Ingenieure zum Reparieren. Dann nehmen wir auch gleich 20 Stück. Flammpanzer. Einfach ein paar. Ist egal wie viele. Ist auch egal wie viele. Ein paar Snipers vielleicht noch am Ende. Wenn Ingenieure fertig sind, sind die eigentlich auch ganz gut. So, Artillerie finde ich auch schick. So, und los geht's. Noch vielleicht schnell 2, 3 Geschütztürme nebenbei hier aufbauen, weil das wird vielleicht doch ziemlich hart. Wie gesagt, gleich hier den Deutsch hineinsetzen. Aber hier jetzt nicht zu viel auf andere Gebäude konzentrieren, wirklich nur ein bisschen zerstören, um die einfach ein bisschen zu scharen. Im Großen und Ganzen wirklich hier das Hauptquartier und wieder raus. So, ich sammle meine Truppen dann gleich hier. Währenddessen baue ich noch einen Kanonenturm. Natürlich auf der Seite, wo ich noch nicht angegriffen habe. Cannon turret complete.
Ne, die Geschütztürme auf jeden Fall zerstören. Die Zeit muss man sich schon nehmen, sonst verliert man zu viele Einheiten. Ach, hier ist ja das Hauptquartier. Völlig vorbeigedacht. So, und jetzt gleich hier sammeln. Dann bauen wir schnell noch. Oh, bitte. Also ein bisschen aufpassen muss man schon, deswegen. So, einfach noch einen hinsetzen. Dreieck habe ich jetzt mal abgestellt zum Schutz und jetzt muss ich hier schnell machen. Weil die Hälfte der Zeit ist schon vergangen. Obwohl ich natürlich gut in der Zeit liege. Ich habe ja schon mehr als die Hälfte geschafft. Das haben sie anscheinend geändert. Sonst konnte man keine Kanonen, keine Türme mehr bauen, wenn man Bevölkerungslimit voll hatte. Anscheinend wurde das gepatcht. So. Dann sind wir auf dem Weg zum letzten Gegner. Kommt die Armee angestarkst. So, jetzt sind alle da. Mal kurz alle heilen lassen und fertig. Und wie gesagt, immer gleich auf die Türme. Plus, indem wir erstmal auf die ganzen kleinen Einheiten scheißen. Die werden automatisch mitgenommen. Damit haben wir gleichzeitig, wie ich gesagt habe, Bronze geschafft. Das heißt, wir müssen keine 15 Minuten am Leben bleiben. Und ja, eigentlich auch easy bis jetzt gewesen. Also wie gesagt, ich bin immer noch gespannt, ob das schwieriger wird. So, das war die fünfte Mission Asphaltsee. Oder der Asphaltsee. Hört sich ein bisschen besser an. Ja, wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Ansonsten wünsche ich euch natürlich viel Spaß beim Zocken von 8-Bit Armies, 8-Bit Hordes und 8-Bit Invasions. Invasions? Irgendwie kann ich mir den Namen nicht merken. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es war euch eine Hilfe, dieser Guide. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.